Ein wunderschönes Moin Moin, willkommen zurück zu The Last of Us 2. In der Operationsbasis der WLF befinden wir uns gerade mit Abby. Manny ist dabei, Nora auch noch da vorne, noch frisch und munter, noch. Tja, noch hat Ellie sie nicht in die Finger gekriegt hier zu dieser Zeit. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Last of Us Episode. Mal gucken, was wir hier erleben. Wir müssen, glaube ich, noch Isaac treffen. Wie geht's Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Na, jemand sollte Owen Bescheid sagen. Ja. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Naja, wenn sie ihn jetzt auch schon wochenlang nicht mehr gesehen hat, will der wirklich doch bei ihr sein? Naja, aber die sollte auf jeden Fall den Rest der Mission in ihren schwangeren Zustand nicht mehr mit dabei sein, meiner Meinung nach. Ich muss euch beiden was zeigen. Oh, oh. Was ist los? Kommt mit. Ist es was Gutes? Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Willkommen. Und danke für den Daumen nach oben gestern. Was möchte sie uns denn jetzt zeigen? Wow. Viele Tote. Oh mein Gott. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Oh ja. Ich war fleißig, als ich Ellie gespielt habe. Jetzt zeigt uns das Spiel mal, was wir als Spieler so anrichten, wenn wir so einen Spieldurchlauf machen. Auch mal eine andere Sichtweise. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Ellie und Dina, die richtigen Monster hier in dem Spiel. Wer ist in dem Leichensack? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Skars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Skars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Okay, es war nicht alles Ellie. Die Scars waren natürlich auf die Hälfte verantwortlich. Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Scheiße, das hoffe ich. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, Isaac möchte diesen, ja, den Konflikt mit den Scars jetzt wirklich nicht offen angehen. Deswegen schickt er keine Leute mehr zurück. Die haben da an dieser Grenze viele verloren. Das ist auch die Nachricht, die Dina abgefangen hat, dass Owen vermisst wird. Das hängt damit sicherlich zusammen. Und wir wissen ja, dass Abby später noch irgendwo in der Zelle landet. Wahrscheinlich wird sie sich mit Isaac anlegen, weil sie losgehen möchte, um Owen zurückzuholen, ihn zu unterstützen. Und Isaac ist wahrscheinlich total dagegen, weil das die Scars dann wahrscheinlich noch mehr provozieren wird. Ist ja auch so. Aber gut, die toten WLF hier, das war ja auch schon eine große Provokation von deren Seite aus. Also die Scars, da haben auch viele auf den Gewissen. Aber Ellie natürlich auch, ne? Aber vielleicht kommt das noch. Das ist ja noch Seattle Tag 1. Ellie und Dina sind ja gerade vielleicht erst im Stadtzentrum angekommen zu dieser Zeit. Da kommen die Toten dann wahrscheinlich ein bisschen später. Die ersten WLF haben wir ja erst nach dem Hotel getroffen.
Und das war dann Jordan, den wir da ausgeschaltet haben, der mit der Narbe. So weit ist es hier wahrscheinlich noch nicht. Aber auch so trotzdem, ne? Wenn man den Fall nochmal Abbys Vater betrachtet, dann hat nicht nur Joel Abbys Vater auf dem Gewissen, sondern wir als Spieler im ersten Teil ja genauso. Wir haben ja als Spieler im ersten Teil diesen Arzt ausgeschaltet, als wir in diesem Raum drin waren. Wir mussten dafür die Taste drücken. Ja, das Spiel hält uns das jetzt auch so vor Augen, was man da eigentlich alles so tut in solch einer Geschichte. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Natürlich. Danke. Die Stimme von Sully. Wen haben wir denn da? Mann. Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Nein. Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Aha. Ist klar. Man sieht sich. Oh, Minze. South Carolina. Bisschen dunkel. Kann auch Lampe anmachen? Nee, sehe das ja nicht. Und das Bild. South Carolina sind Wald, ne? Wald mit so Menschen. So, ich hoffe, ihr spielt nicht um Geld, ne? Das ist verboten. Weil Geld ist voll wichtig. Das brauchen wir auf dem Klo zum Arsch abwischen in dieser Apokalypsenzeit. Wenn kein Geld mehr da ist, ne? Wäre es auf dem Klo schwierig. Was soll man sonst mit Geld anfangen in dieser Welt? Zettel. Okay, Sergeant Foster. Isaac. Es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf eine Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich Späher ausschicken, um die Information zu überprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm, Sergeant Foster. Foltert also Leute. Schon Nummer 74, den er ausquetscht. Na dann. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Die betet, das ist eine von den Scars. Ach, ich wollte die noch angucken. Nach diesem Morgen. Wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Ach so, wegen den Angriff, den wir heute auch gehabt hatten von denen. Aber solange ihr hier auch noch die Leute festhaltet, wird der Konflikt ja auch nie enden. Aber, weiß ich nicht, mir kommt es so vor, als würde man mit dieser religiösen Vereinigung, mit den Scars, die Seraphiten, wirklich nicht so ordentlich reden können. Ich glaube, die sind recht feindselig eingestellt. Egal, was man da macht. Der Waffenstillstand hat ja auch nicht wirklich geholfen. Oh ja, toller Job hier, das Blut wegzuwischen. Vielleicht ist das die Zelle von Nummer 74. Sie ist nicht begeistert von ihrem Job. Ah, guck dir das an, ey. Wie Hunde werden hier gehalten. Wow. Alle gebrochen. Ne? Aber wer weiß, wie es auf der anderen Seite bei deren Basis aussieht, bei den Scars. Wobei wir haben ja gesehen, dass die wahrscheinlich eher weniger Gefangene machen. Im Fernsehsender waren die alle aufgehangen und ausgeweidet. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. In der Zelle? Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Oh, jetzt kriegen wir Isaac mal zu Gesicht. Sir, Abby und Maddie sind hier. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Okay.
Hier arbeitet der Chef noch selbst. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Okay. Wie? Dann. Ein neuer Waffenstillstand. Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Okay, interessante Information. Alles. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein. Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück. Solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Sie schaut Richtung Riesenrad, Richtung Aquarium. Oh, 3 Jahre zuvor. Ich bring dich um. Was? Ich mein's ernst, hör auf. Ihre Höhenangst. Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Ja, mega. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber
setz dich auf den Rand. Oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Wow. Das ist ja Wasser. Von ihrer Perspektive sieht es noch viel, viel höher aus. Wahrscheinlich soll das ihre Höhenangst darstellen. Guck mal, wie hoch das ist. Oh mein Gott. Nimm den Mut zusammen. Bekämpfe deine Angst. Aber sie hat's getan. Abby! Ich bin hier, du Arschloch! Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Oh. Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Okay. Also. Wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Diese Leute werden gerade erst mit uns warm. Wenn du ständig zu allem zu spät auftauchst, wirkt das respektlos. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Schönes Wetter, ey. Auch noch echt schön. Wo ist denn jetzt hin? Oh, und wo bist du? Ah, da. Guckst du einmal die Stadt an, ist er weg. Also, nach Salt Lake City, nach dem Tod ihres Vaters, wo dann die Fireflies da einfach keinen Sinn mehr gesehen haben, weiterzumachen, sind sie von Salt Lake City nach Seattle und sind jetzt hier mitten im WLF-Training als Neulinge. Tief Luft holen. Okay. Isaac, der hatte die Synchronstimme von Die Hardman. Guy Hartman ist ein Charakter aus Death Stranding. Ein Glasbodenboot. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Vielleicht kann man ja auch so reinschwimmen ins Aquariumsgebiet hier. Ins Gebäude rein, ja. Klappt. Cool. Was für ein Ort? Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Ja, Klappe. Genau. Das ist ganz klar der Fischzoo. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Robben mit Punkten? Vielleicht war es eine kranke Robbe. Cool hier. Also plant Isaac also einen endgültigen Schlag gegen die Scars.
Er will den Krieg beenden mit allen und deswegen versammelt er jetzt gerade alle Leute. Und die Insel, wovon die Rede war, da sind die Seraphiten drauf. Die haben sich eine ganze Insel für sich genommen. Vielleicht deswegen auch so schwer anzugreifen. Kannst halt viel besser verteidigen, so eine Insel. Je nachdem, wie groß die ist. Aber hat Owen wirklich versucht, einen Scar zu beschützen und hat damit seinen eigenen Mann erschossen, den Danny? Was steckt dahinter? Ich will's wissen. Hilf mir mal damit. Yep. Hops. Na los. Was ist das hier? Cool. Ja, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Ja. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Hahn. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich aus? Tja, trotzdem hast du später Mel geschwängert. Ja? Will ich nur mal darauf hinweisen. So, da ist eine schöne Brücke, wo die Robben und Seelöwen rüber können. Und ansonsten ist das hier vielleicht auch so für Delfine auch geeignet. Wenn die hier Delfine hatten. Wie sich das Wasser so ganz langsam bewegt, ey. Ich dachte eben, das steht still. Aber nee, es bewegt sich doch. Bisschen blöd, dass ich nicht sprinten darf hier. Oder geht's noch? Ah, doch, jetzt. Gott sei Dank. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee. Sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Ja, dann denke ich auch. Scheiße, verrostet. Das muss wohl weg. Ich denke mal, der hat das Ding hier geparkt und hat hier seinen Stützpunkt errichtet. Und hat sein Boot hier hingestellt. Gibt es vielleicht noch schön geile Sachen da drauf auf dem Boot? Gleich mal gucken. Erstmal hier hin. Fernsehkamera sogar. Cool. Hier ist noch eine Tür. Gehe ich noch nicht rein. Ich weiß halt nicht, ob man die ganzen Sitzreihen durchlaufen muss, um da vielleicht irgendwo eine Münze zu finden. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich will da auch auf. Kann ich hochklettern? Oh Mann. Nö, geht nicht. Ich komme da nicht hoch. Was haben wir da? Achso, da war ich ja eben. Komme ich da drüben irgendwie hin? Nö, ne? Ich sehe nur noch die Tür. Schade, ich dachte, ich komme auch aufs Boot irgendwo. Oder ich muss vielleicht da vorne klettern. Vielleicht ist es dann niedriger. Das könnte man bestimmt wieder flott machen. Ah, das ist das Boot, wo er immer dran rumschraubt. Das haben wir in den anderen Gespräch gehört. Oh, toll. Herbst. Was? Nicht, bevor du dir das ansiehst. Ja, ich komme gleich. Okay. Hier muss ich hochklettern. Viel niedriger. So. Da hat er also sein Hobby gefunden und wollte, dass sie wieder fit machen. Der Besitzer scheint nicht mehr da. Geht noch. Da sind Stofftiere und sowas. Hat er ein Kind dabei? Nicht rausgehen. Ich wollte mich nur umdrehen, ob da guckt, was liegt. So. Okay. Das sind aber auch Kinderklamotten. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Ja, die sind auch von Kindern. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Aha. Was für ein Optimist. Hm. Ganz schön gruselig, die Gesichter mit diesen Zähnen.
Aber was mit ihm passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht finden wir ihn noch weiter unten im Gebäude oder so. Schreibe ich uns auch auf. Hier ist nichts mehr. Da unten vielleicht? Nö. Nichts mehr da. Ich kann okay, genug von diesem Boot. Ich kann diesmal nicht da hochklettern. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Fischzoo. Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Das Wasser bewegt sich hier trotzdem noch etwas ein bisschen komisch. Sieht eher aus wie so eine feste Masse. Also fester. Kriegt er jetzt die Tür auf? Oder? Vielleicht muss man die zu zweit öffnen. Ne, wir gehen da lang? Nein? Ah. Man weiß nie, wo der hin will. Ach, da oben. Ja klar, macht Sinn. Hilf mir da hoch. Yep. Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. 180 also, Pfund. Wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Träum weiter. What's up? Hier sind gibt's aber keine... Hier Fische? Nö. Keine mehr. Die sind, wenn, die wenn dann... wohl mit dem Meer verbunden sind? Nein, normalerweise nicht. Sind wahrscheinlich alle verhungert. Wale! Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Nö, das stimmt. Fast so cool wie der Dinosaurier. Hier. Hey Owen, keine Punkte. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also... Badezimmer, Restrooms. Wir können, da kann man auch noch hoch. Das Glas muss so dick sein. Da ist ein Aquarium im Boden. Oh, da sind aber noch Fische. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Da ist noch so ein richtiger Schwarm drin, ey. Cool. Huch, was ist das? Eine Broschüre? Nein, ach so, du konntest hier Bilder machen mit Walrössern. Tja, die Mädchengruppe war wahrscheinlich mal hier. 2013, ja. Was für ein Trip. Pennys Junggesellenparty 2013. Junggesellenparty in ein Aquarium? Habe ich auch noch nie gehört, dass man das da feiert. Gut, kannst du vielleicht tagsüber da hingehen und abends dann vielleicht noch irgendwo anders oder so. Hm, interessant. Junggesellenabschied in einem Aquarium. Cool. Und mit Greenscreen hier kannst du Bilder machen. Auch nicht schlecht. Was macht der denn hier? Okay, er sagt nichts. Können wir uns wahrscheinlich noch oben umsehen dann. Lebensgroßes Objekt auf jeden Fall der Wal. Also es ist kein echt, das ist wahrscheinlich nur eine Figur. Interessant, dass wir auch so einen Tag nochmal mit Abby erleben. Gibt ihren Charakter halt auch nochmal ein bisschen mehr Hintergrundstory, mehr Tiefe. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Okay, Leute, wir machen mal in der nächsten Folge weiter. Dann gehe ich nochmal die Treppe hoch und schauen wir mal, was wir hier 3 Jahre vorher nochmal erleben.
Dann lernen wir hier das Aquarium noch ein bisschen besser kennen. Und warum Abby der Meinung ist, dass Owen sich wahrscheinlich hier wieder versteckt. Vielleicht ist das so, ja, deren beiden, ja, Lieblingsort gewesen. Und sie weiß immer, hey, wenn irgendwas los ist, dann ist er hier im Aquarium oder so. Oder als geheimer Treffpunkt auch oder sowas. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, euch hat die Folge etwas gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben auch Isaac gesehen und so. Mal gucken, was wir da noch weiter erleben. Also vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und dann bis zur nächsten Folge, wenn es weitergeht hier im Last of Us 2. Ciao.